sagen, Bazooka ist wach da, Scooby-Van ist beladen. Die Firma Igler Holzbau ist auch schon da. Sie bauen unser Gerüst ab. Andi hat mir Paletten gebracht. Da bauen der Bazooka und ich noch ein Palettenbett für den Kleinen. Ich fahre schnell zum Bauhof und will ein bisschen Müll abladen. Da ist das alles ein bisschen unkompliziert. Anruf genügt. Und die Jungs stehen parat für uns. So Leute, dritter Urlaubstag hat begonnen. Die Lara ist schon wieder ein bisschen zwider, aber sie hat noch nicht kapiert, dass wir nicht zulassen, dass sie in Vorarlberg abhaut und ins Burgenland zieht. Aber mehr zum Thema später. Das kommt raus, wenn man zum Mortli sagt, sie soll aufräumen. Dann hat man mal ungefähr 6 Kubik Zeug aus dem Haus geschleppt. Aber naja. Zum Glück hat der Opa einen Scooby-Van und kann da in seinen sündteuren Multivan seinen ganzen Scheiß da einladen. Vorher klettert man die Katze aus dem Radkasten raus. Das blöde Viech hätte es fast zusammengefahren. So, die Firma Igler Holzbau ist auch schon fleißig am Abbauen. Schon Paletten, schön sind sie nicht, aber besser als umsonst. So, ein Drive-Thru-Bauhof, das ist doch geil. Haben wir nicht einmal haben wir ein Loch auf. Jetzt haben wir mal das schon erledigt. Safety first, natürlich da um uns anschnallen. Meistens lieber in der Bazooka, wenn man so Leute mit der Kamera sagt. Es ist so geil. Jetzt gehen wir schnell frühstücken, dann werden wir eine Runde schwimmen gehen. Dann gehen wir im Glen noch ein paar Möbel kaufen. So, im Glen werden wir das Bild kaufen. Kaufen wir Werkzeug jetzt. So Leute, Bazooka führt uns durch den Obi-Unterwart, ha? So Leute, weil die Weiber den Kühlschrank einräumen, wir haben dieses nicht näher benannte Erfrischungsgetränk Energyhersteller Kühlschränkchen mit Getränken vollgefüllt. Jetzt werde ich Glenn sein Palettenbett bauen. Wenn ich dir einen scheiß verfluchten Rollmeter finde. So, mit besten Dank der Firma Igler Holzbau haben wir ein paar Paletten gekriegt. Das geile Ding von Lux haben wir uns im Obi geholt. Ah. Oh, der! Leute, schau dir das an! Ja. Bei uns geht's zu, wie der die Lügen hast. Ja, geiler Scheiß. Ah ja. Diese coole Fassade der Firma Präfer hat der Igler Holzbau noch schnell fertig montiert, bevor wir gekommen sind. Ich finde es sau cool. Diese Optik ist genial.
So Leute, jetzt haben wir mal den kleinen sein Vintage-Spätz eingebaut mit Vintage-alter Obstkiste. Wir haben so ziemlich viele Sachen verwendet, die wir schon im Haus gehabt haben, um ein bisschen den Flair des Hauses zu behalten. Da hinten kommt morgen eine sündgeile Kommode hin vom Möbelix. Echt ein geiles Ding. Hol ich morgen am Vormittag und dann bauen wir das zusammen. Dann wird überzogen, dann wird noch Setup des Bildschirms abgestimmt. Ja, und dann kann der Glenn am Samstag kommen und wir haben alles klar, bis später, vierte. Und jetzt schnappt er die Kamera bei Suka und geh mit. Tja, Leute. Hier oben sind wir zum Maler. Tja, Leute. Opa, Opa. So, wir haben hier das Wohnzimmer ein bisschen umgestellt. Das war früher echt chaotisch. Jetzt sind wir gerade am Möbel aufbauen für ein kleines neues Zimmer. Schweißgerät für kleine Technik. Da schaut es uns wie ein Porno her. Jetzt haben wir mal Clickbait mit der Lara. Ich gebe jetzt 1 Million Follower. Hashtag Titties. Chefin, alles gut? Haben wir das Material holen. Weil unser Lager ist unten. Ja, wie alt seid ihr? Die 18er. Ja. Die schmaler.